Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Alice. Ja, hier haben wir einen schönen Case, den Case IH1455XL International. Ja, es ist eigentlich der Standard-Case 1455, aber nur ein bisschen umgebaut. Also man sieht ja auch an der ganzen Haberei, dass alles das gleiche ist. Es ist einfach nur ein bisschen umdesignt. Also jetzt nicht so, ja, berauschend, aber es ist in meinem Fall. So, es gibt ihn mit Frontladeraufbau oder ohne. Natürlich sollte das auch funktionieren mit dem Frontlader, hoffe ich halt mal. Normal schon, so funktioniert auch. Wie gesagt, ist er soweit wie der Standard. Ihr mal guckt. Da ist er. Kostet auch gleich viel wie der Standard. Wo ist er jetzt? Den übersieht man so einfach da. Den ganzen Schleppern hier. So. Nee, ja doch. Der kostet 102.000. Der kostet auch 102.000. 40 km/h. Es gibt den mit Frontalanbau ohne. Können wir ohne auch nochmal kaufen. Man kann ihn eben mieten, wie halt Standard ist. So. Sieht ganz gleich aus. Interessant ist, dass wir ohne Frontalanbau gekauft hatten. Der hat einen Frontalanbau drauf. Oder habe ich mir jetzt verklickt? Das war der falsche. Nee, doch, so. Frontladeranbau, ja oder nein? Nein, kaufen, ja. Okay. Interessant, jetzt geht's. Okay. So, wie gesagt, ist der gleiche. Gibt's nicht viel was dazu zu sagen. Dann von der Lok her ist er komplett fehlerfrei, also das ist auch gut. Ja, mehr gibt dazu nicht sagen. Cooler Umbau, Kleinigkeit, aber es funktioniert und das ist das Wichtigste. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns, Leute. Tschüss!